Tag der Wahrheit ist gekommen! Nachdem ich endlich die Kung-Fu-Schule von Jackie abgeschlossen hatte und darauf folgend auch noch die Jet Kune Do-Lehren von Bruce Lee, trainierte ich jeden Tag hart, Tag und Nacht, nur um jetzt endlich zu bestehen. Dojo-Meisterschaft bei Meisterschwierigkeit! Nachdem ich beim letzten Test gegen Meister komplett abgekackt habe, wir sind gefisst! Bin ich jetzt bereit, mich der Sache wieder zu stellen? Nun wird sich zeigen, ob mein Training Früchte getragen hat. Sie haben es bis jetzt immer geschafft, Dojo-Meisterschaft First Try zu packen, aber schaffen wir das heute bei Meisterschwierigkeit auch? Finden wir es jetzt heraus! Dojo-Meisterschaft! Oh shit, Mann! Ein einzelner Spieler muss in diesem fordernden Minispielmodus 30 ernstzunehmende Gegner bezwingen. Diese 30 sind in der Meisterschwierigkeit allerdings so stark wie 100 Mann. Wenn etwas geschickt gelingt, ist ihnen vielleicht im ersten Durchgang. Macht euch warm, macht euch warm! Meisterzeit! Oh shit, der allerhöchste Berg. Wir sind endlich angekommen. Alter, sieht das geil aus. Sie tragen alle einen roten Gi. Einfach Ken aus Street Fighter. Willkommen zur Dojo-Meisterschaft. Babyschwester. Heute werde ich ehrenvoll zu dir sein. Denn ich habe auf meinem Training nicht nur physisch, sondern auch mental gelernt. Sei wie das Wasser, mein Freund. Ehrt euren Nächsten. Nee, liebt euren Nächsten. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nur physikalisch gelernt. Also ich werde aus sicherer Entfernung dich anfeuern. Das ist auch besser so. Denn bei meinen Skills... Hadouken! Würde ich besser aufpassen. Viel Erfolg! Danke, Pepe-Schwester. Da ist er, Digga! ApoRed wird einer der ersten Gegner. Und jetzt erstmal gegen Toigun. Nicht Toigun, mein alter Boxlehrer. Okay, Toigun, dann wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Blitze mit deinem ferngesteuerten Auto, durch das sich bewegende Tor, um Punkte zu erhalten. Für das Durchfahren im Uhrzeigersinn gibt es jeweils einen Punkt. Fährst du falsch herum, gibt es Punkt dazu. Denk dran, das ist Meister, das ist intens. Und viele Leute schauen zu. Wir dürfen uns keine Blöße geben. Warum müssen wir eigentlich ganz außen anfangen? Das ist voll wack! Das heißt, wir haben voll den technischen Nachteil. Und aufgeholt! Seht ihr? So macht man das. Bruce Lee in den Wolken schaut mir zu und ist so, W. Und Jackie Chan von Shanghai guckt zu und sagt, W. Oh shit, okay, warte, aber wir müssen uns weiter konzentrieren. Wie gesagt, beim Meister ist es wirklich eher, oh Gott, nein. Die haben den Punkt abgezogen, obwohl ich nicht mal zurückgefahren bin. Das ist eine Verarsche. Aber wir sind immer noch vorne, sogar mit 2 Punkten. 3 Punkten. Let's go. So macht man das, Leute. Guter Start. Bam. Oh yeah. Da liegen sie. Man könnte ihnen jetzt noch so heftig in die Eier treten, wie sie da liegen. Aber das habe ich bei Bruce Lee gelernt. Nee, das war Jean-Claude Van Damme. ApoRed! Merk dir die Details der Autos, die vorbeiflitzen und wähle dann das entsprechende Design aus. Je schneller du dich entscheidest, desto mehr Punkte erhältst du. Ah, da sind wir, okay. Ich habe bei Jackie Chan gelernt, Adleraugen zu haben. Und Reflexe wie eine Schlange. Runde 1. Okay, guckt genau hin, Freunde. Lasst euch nicht lumpen oder so. Was? Okay, das war so Sonic-mäßige Streifen. Das da. Boom, erster. Alter, Meisterschwierigkeit? Wohl eher... Ich hätte vielleicht noch einen Kurs in Schlagfertigkeit nehmen sollen bei Jackie Chan. Runde 2. Concentration Station. Da kommt das Auto. Es war eine 8. Eine 8 und ein langsames Auto. 8 und langsam. Da. Boom. Es ist das Training, das wir abgeschlossen haben. Nur deswegen. Weil soweit läuft es echt gut. Letzte Runde schon. Okay, jetzt noch einmal Konzentration. Wir müssen beweisen, dass es nicht nur gerade Glück war. Schnelles Auto und ein halber Streifen. Das da. Yes. Es war das Richtige. Wir sind so gut, Mann. Let's fucking get it. ApoRed ist sogar nur Dritter geworden. Cringe, ApoRed. Guck dich doch mal an, du scheiß Hure. Bam, bam. Oh yeah. 2 Frauen geschlagen. Meine Lieblingsaktivität. Spaß. Oh shit, meine Ex! Die war beim letzten Mal Meister im letzten Dojo. Oh shit, jetzt will sie nochmal Rache nehmen. Springe mit deinem Snowboard auf deinem Weg zum Ziel über Rampen, um Punkte zu erhalten. Springe im gelben Bereich 5 Punkte, im orangefarbenen Bereich 7 Punkte oder im roten Bereich für 10 Punkte. Alter, da sind sie alle. Und meine Ex-Freundin. Und Badaboom! Perfekt. Nicht, weil meine Ex konnte was machen. Und sie ist Meister aus dem letzten Studio. Und Tony Hawk's Pro Skater. Okay, das war nicht ganz so gut. Skater. Yes. Oh, meine Ex holt auf. Meine Ex holt auf, Leute. Ich wusste es. Ich wusste, sie will sich rächen. Yeet. Perfekt, perfekt. Aber ich darf nicht mehr verkacken, sonst war's das. Was ist mit der Roten los? Die ist ja mega scheiße. Die Arme. Yes. Okay, okay. Ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben's. Kleines Baby Yosha. Iced out fresh as fuck. Und Kiku. Fake Diddy, hässlicher Diddy, Super Mario Diddy. Jetzt ist auch die Entscheidung, wer der wahre Diddy ist. Dein Mii-Charakter läuft zur Musik um die Stühle. Sobald die Musik stoppt, musst du ein Bedienelement drücken, das auf deinem der Stühle abgebildet ist, um dich auf den entsprechenden Stuhl zu setzen. Ich glaube, das könnte der erste Lose werden, weil da fehlt mir wirklich so ein bisschen die Reaktionsgeschwindigkeit. Ich will gar nicht lügen. Okay, komm schon, ich habe hart trainiert. Fake Diddy hat sogar noch die bessere Frisur. Ich vermisse meine alten Haare. Da, ich kämpfe für Jackie Chan. Shit, aber noch 6 verloren. 2 Punkte jetzt. Guck, ich wollte eh nur bei den Mehrpunkten den Punkt holen. Oh shit. Wir haben ein Problem, weil die beiden anderen Diddys sind vor uns. Scheiße, letzte Runde schon. Was geht ab? Wie lange geht das noch? Hallo? Letzter. Aber hey, Diddy hat gewonnen. Please don't do it.
What the fuck? Alter, wir fällt jetzt auf Conan. Detektiv Conan ist der Meister der Meister? Lauf die Straße auf und ab und sammel so viele Äpfel ein, wie du kannst. Gib auf die Stachelkugeln nach, die dich zu Boden werfen. Fällst du hin, verlierst du die Hälfte deiner gesammelten Äpfel. Come on, let's get it. Paar Äpfel holen gegen die ganzen Fake-Diddies. Nochmal gegen die Fake-Diddies. Oh Gott, da kommt so eine fette Dings auf mich zu. Okay, aber alles gut, ausgewichen, ausgewichen. Warum haben die alle so viele Punkte? Ah, der Huren, so hab ich da reingeschubst. Okay, er hat aber ganz viele verloren, er hat ganz viele verloren. Come on, come on. Yes, wir haben 19. Oh mein Gott, war das knapp. Fake Diddies, ihr habt gut gespielt, aber es wird Zeit reinzuhauen. Und damit meine ich haue in euch rein. Boah. Tschüss, Fake Diddies. Schaut denn, wie viele schon dahin knien. Sie knien vor uns. Andrew Tate? Ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen Andrew Tate mal kämpfen müssen. Aber jetzt wird sich zeigen, ob Top G oder Top Me gewinnt. Dummes Wortspiel. Wickle die Gummibänder auf jeder Seite des Helikopters auf, um ihn nach oben schnellen zu lassen. Der Spieler, der am höchsten fliegt, gewinnt. Wickle die Gummibänder gleichmäßig auf, sonst driftet dein Helikopter ab. Da haben wir beim letzten Mal verloren. Leute, so müssen wir es machen. Wir müssen erst auf der einen Seite drehen, auf der anderen Seite danach auch. Wir brauchen also die Balance. Wie beim Kranichkick. Go! Ungemacht! Come on! Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Leichter Rechtsstrahl, aber das ist okay. Scheiße, es wird so. Ja! Hä? Vorbei! Digga, ich glaube, wenn ich diesen G trage, habe ich einfach 50% Power Increase. Jetzt Kranichkick, Kranichkick. Easy. Oh, Matt! Oh, scheiße. Der wahre Meister ist zurück. Matthias. Finde das Mittelteil, das zu der oberen und zu der unteren Gesichtshälfte passt. Der Spieler, der als erstes drei Gesichter zusammengesetzt hat, gewinnt das Spiel. Scheiße, Mann. Das konnte ich noch nie gut. Aber vielleicht heute ja der erste Tag. Scheiße, Matt. Fusion. Aber schon wieder, Matt. Wie konnte mir das passieren? Bro, das sieht so cursed aus. Danke. Letzter? Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir kaum noch Herzen. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Wähle ein Tier, auf dem du durchs Ziel reiten möchtest. Du kannst auch sprinten, doch das wird dein Reittier schnell erschöpfen. Pass auf, dass du es nicht übertreibst. Wir gehen Giraffe. Wir gehen Giraffe, Leute. Komm schon, Giraffe, du bist so groß. Lass dich jetzt nicht lumpen. Lass dich nicht lumpen, Mann. Die Giraffe hat halt richtig schön viel Ausdauer, aber ist lahm wie Arsch. Heilige Scheiße ist die Giraffe lahm. Gib Gas, Giraffe. Kann man mit der Giraffe überhaupt gewinnen? Oh. Bro. Let's go! Giraffengang. Matt nur Dritter. Schwach, ich glaube, du bist alt geworden. Und jetzt? Mit der Flasche einen übergezogen. Oh, aber Diddy ist schon fast am Sterben. Heilige Scheiße. Meine Oma und mein Opa. Beide sind tot. Befördere die Bälle in deiner Farbe so schnell wie möglich in die vier Tore. Pass dabei auf, dass du keine Bälle deiner Gegner in die Tore schießt und ihnen dadurch hilfst. Wir müssen uns anstrengen. Wer im Kopf schon aufgibt, der hat schon lange verloren. Konzentration und rein mit dem blauen Bällen. Ich habe einfach meinen ersten Kick verfehlt. Ich dummer Idiot, Junge. Einfach egal in welches. Hauptsache ins Tor, ne? Die haben meinen Ball rausgekickt. Yes, first try. Oh mein Gott, erster. Opa, ich helfe dir. Ich habe meinem Opa geholfen. Sorry, Oma. Ich sag's euch, es ist ein mentales Spiel. Gib nicht mental schon auf. Wenn du schon denkst, dass du ihn niemals treffen wirst, triffst du ihn noch nie. Stellt euch euren Sieg visuell vor. Erschaffe dir Bilder, deutlich im Geiste. Und dann könnt ihr es schaffen. Das hat mir Bruce Lee beigebracht. Ellenbogen. Sorry, Oma, sorry, Opa. Nicht mehr viele, aber wir sind fast am Sterben. Nur noch fünf danach. Mathe, Mann. Mathe, Mann. Nimm Anlauf, stürze dich auf deinen Reifen und rutsche weiter als deine Mitspieler. Pass aber auf, dass du beim Abspringen nicht die rote Linie übertrittst, sonst wird deine Rutschpartie nicht gewertet. Bei diesem Minispiel habe ich legit noch nicht mal gewonnen, als es nicht Meister war. Ich habe noch nie gewonnen bei diesem Minispiel. Come on, come on, come on. Guck mal, die anderen sind immer tausendmal schneller als man selbst. Aber actually, what the fuck, der Karate-Gi? Oh mein Gott, meine Stimme. Der Karate-Gi gibt wirklich 50% Power Increase. Das war das Training bei Ronaldo, das schnell laufen. Zack. Digga, der sieht so richtig heftig aus in seinem schwarzen Gi mit den schwarzen Haaren. Nicht mehr viel und wir haben es geschafft. Gib die Bombe an den nächsten Spieler weiter, bevor sie explodiert. Der Spieler, der übrig bleibt, gewinnt das Spiel. Okay, Leute, wie gesagt, jetzt geht es um die innere Uhr. 20, 19, 18, 11, 10, 3. 2. Ja! Oh mein Gott, es war sogar viel zu knapp. Es war sogar viel zu knapp. Ich habe viel zu langsam gezählt. Eine down. Two more to go. 13. 12. 11. 3. 2. Hä? Ich habe doch abgegeben. Das ist fake. Ich habe doch in dem Moment abgegeben. Ich habe in dem Moment abgegeben. Ich habe in... Ich richte mich mental auf den Schlag ein, der jetzt kommt. Scheiße. Erstmal gebe ich einen Schlag. Kassiere ich einen Schlag. Die fast am Sterben, erst am Boden, Digga. Holy shit.
Das kann ich, das kann ich, das kann ich. Wenn wir jetzt gewinnen, ist danach direkt der Meister dran. Wir müssen das schaffen, wir haben noch zwei Leben. Bringe dich vor dem gefräßigen Riesenfisch in Sicherheit. Präge dir die Karten ein, bevor sie gemischt werden und versuche Pluskarten zu erwischen. Wie so oft gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Meine größte Urangst, Unterwassermonster. Und jetzt werden wir uns dieser Sache stellen. Full Concentration Station wieder, Leute. Plus zwei ist da. Okay, alles klar. Habt ihr mitgeguckt? Es war hier, oder? Ich glaube, es war da. Ich glaube, es war da. Yes! Oh mein Gott, okay. Soweit so gut, soweit so gut. Habt ihr mitgeschaut, Leute? Soweit so gut, soweit so gut. Da ist plus zwei. Schaut genau hin, Leute. Auch ich werde genau dorthin schauen. Ich glaube da. Aber ich bin mir unsicher. Keiner hat da draufklickt. Kein gutes Zeichen. Yes! Okay, sehr gut. Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben schon gewonnen. Yoshia! GG Anderson, der Detektiv Conn, der voraussehende und klügste Kämpfer der Welt, der Meister aller Meister, der Stärkste der Starken. Es ist soweit. Hutscha! Doch er wird nicht alleine kämpfen. Seine starke Assistentin Zero Suit Samus ist auch am Start. Zero Suit Samus und er sind sogar bei Tomodachi Life bei uns zusammen. Nein, nicht das schon wieder, das kann ich null. Warte mal, wenn ich gegen beide verliere, dann war's das. Ich muss zumindest gegen einen von beiden gewinnen. Wirf deine Münzen im richtigen Moment ab, um die bestmögliche Punktzahl zu erzielen. Jeder Spieler besitzt drei Münzen. Da ist das scheiß Minigame. Warum dieses Minigame? Ich hasse es. Natürlich, Conan hat direkt sehr gut rasiert. Einfach nicht auf die anderen gucken. Ich konzentriere mich nur auf mich selber und auf meinen Sieg. Mein Immerhin in die 30, immerhin in die 30. Aber Conan hat richtig gut gemacht. 30, sehr gut. 30. Bitte in die 20. Sehr gut, sehr gut. Aber die anderen sind so weit vorne. Wir müssen jetzt mit dem nächsten Ding rasieren, Leute. Nein. Ja. Ja! Den Meister besiegt. Was? Der versteckte Meister, Zero Suit Samus. Es war alles ein Prank? Wir dachten die ganze Zeit über, dass Conan der ultimative Meister wäre. Doch in Wirklichkeit ist es seine Freundin? Ritter! Ah! Oh mein... Mein Stuhl ist umgekippt. Mann, ist sie stark. Oh mein Gott, ist das spannend. Wie spannend will es sein, der letzte Gegner? Ernsthaft? Ein Lack-Minispiel? Sucht euch andere Hüte als eure Gegner aus. Für eine Krone gibt es 3 Punkte, für eine Mario-Mütze 2 Punkte und für alle anderen Hüte gibt es 1 Punkt. Im Modus 1 vs. 1 zählt die Schaufensterpunkte ebenfalls als Gegner. Ich habe alles trainiert, aber Lack kannst du nicht trainieren. Das Spiel kennt meine Schwachstelle. Jetzt geht's ab, diese scheiß Schaufensterpuppe. Betet, denn das hier hat nichts mehr mit Skill zu tun. Licht, es ist immer Licht. Ein Licht am Ende des Tunnels, Leute. Yes, okay, soweit so gut. Bringt uns aber nichts. Weil alle haben einen Punkt bekommen. Scheiße, Mann. Wieder Licht. Ein Licht am Ende des Tunnels, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Das war so klar. Ich hab's so kommen sehen, dass diese Scheiße jetzt... Ah, Mann! Aber ist okay, wir können noch aufholen. Cowboy-Hut, direkt, instant. Yeeha und so. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, gut, aber bring uns auch wieder nichts. Warum hat sie denn... Sie kriegt jedes Mal einen Punkt. Wir müssen die Mario mitnehmen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen diesen Punkt aufholen, wisst ihr? Hurra! Come on! Letzte Runde. Wieder Mario-Mütze. Wobei, sie könnte Krone nehmen. All in. Jackie hat mal gesagt vor einem Stunt. All in. Und das werden wir machen. Yosha! Wir haben das Hauptziel erreicht. First try. Bah! Yasha! Wahada, wahada! 30 Gegner besiegt, nur noch ein Leben left. Wow! Auf der Rangliste Nummer 1. Wir sind die Besten der Welt. Kommt noch irgendwas? Nein, das war's. Oh mein Gott, Leute. Aber wisst ihr, was jetzt ansteht? Wir haben das Meister-Dojo besiegt. Aber wo treffen sich die stärksten Männer der Welt? Im Minispielturnier. Aber nicht einfach nur im Minispielturnier so, sondern im Minispielturnier bei Meisterschwierigkeit. Beim nächsten Mal finden wir heraus, ob wir unter den Starken, nein, unter den Stärksten, die Stärksten sind.